Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Swag and Sorcery. Ich wollte meine Charaktere umbenennen, ich habe aber darüber nachgedacht. Hoshi und Kazuki, ich würde mir das, glaube ich, nicht merken können, wenn ich die umbenenne, Aiden auch nicht. Ich benenne einfach Rosaline um, und zwar nenne ich die Gute. Achtung. Skylar. Das ist auch ein etwas quirkiger Name. Der ist schön. Und der klingt anders und ich kann mir, glaube ich, besser merken als Rosaline. Es ist die Frage, irgendwie auf irgendwelche Stats kommt es an, wenn wir hier Sachen herstellen. Sie hat hier 2 Punkte. Er hat hier 3 Punkte. Warum hat er hier 3 Punkte? Sie hat hier nur 1 Punkt und er hat hier 2 Punkte. Wie sehen denn die Stats von allen aus? Er hat am meisten. Wo hat er mehr Punkte als die anderen? Bei Stärke? Okay, es ist schon mal nicht das Auge, was dafür war. Weil es könnte die Ausdauer sein. Das könnte tatsächlich sein. Es könnte das hier sein, die Ausdauer. Dass das für die Magie zuständig ist. 14, da haben andere wesentlich mehr als er. Außerdem ist seine Stärke, glaube ich, am größten mit 46. Aber dann würde es nicht... Mir würde es aber keinen Sinn machen, dass er... Warte mal, hat er 2 Punkte hier? Ja. Und sie hat nur... Sie hat nur 1 Punkt, richtig? Genau. Hat sie denn auch die geringste... Sie hat hier nur 14. Okay, dann ist es der Ausdauerwert. Und dann ist es tatsächlich die Ausdauer, die da besonders hoch ist. In dem Fall würde ich sagen, machen wir doch einfach mal... Wir müssen wieder ein bisschen Gold verdienen und dann müssen wir tatsächlich Mana-Punkte endlich mehr herstellen. Also, Leute, auf in den Kampf. Und weil es so schön ist, ihr bitte auch, auf in den Kampf. Die haben wir oben schon was besiegt. Aber jetzt wissen wir das wenigstens ungefähr auf... Ja, ich glaube, wir wissen jetzt so ziemlich genau, auf welche Punkte es immer ankommt. Wir können das abschätzen. Wir haben für jeden etwas, der was macht. Und unser guter... Ich meine, er stellt sowieso nicht so viel her. Also was jetzt Sachen verarbeiten angeht, weil er nur Metall weiterverarbeitet. Bei ihr ist es Leder und Holz. Bei ihr ist es doch... Ihr hat alles, was mit Stoff zu tun hat. Auch nicht so viel. Aber naja. Ich könnte vermutlich bei jedem Ausdauer hochpushen. Das würde sicherlich gehen. Jetzt warten wir ja einmal, bis sie geheilt sind, denn es geht ja gerade darum, dass sie möglichst... Dass wir möglichst Geld verdienen, deswegen... 2, 1, zack, wiederholen bitte. Wir wollen jetzt ja Geld mit nach Hause nehmen, ne? Das heißt, es gibt erst... Oh, hatten wir das schon? Hatten wir den schon? Oder war das das, was gefehlt hat? Okay. Oder warte, hat das gefehlt? Irgendein Bossmonster hat... Also irgendein Elite... Oh. Irgendeine Elite hatte noch gefehlt. Warum ist sie jetzt tot? Oh. Nicht gut. Nicht gut. Das muss ich jetzt beobachten. Tut mir leid. Das muss ich jetzt beobachten und hoffen, dass er das überlebt. Hast du überhaupt noch einen Trank? Ja, gut, er hat noch einen Trank. Das heißt, er könnte es schaffen. Ja, trink, trink, trink und danach muss es bitte vorbei sein. Okay, Holz ist in Ordnung. Aber dann ist es bitte vorbei. Gott sei Dank. Okay, schließen. Wir gehen weg. Hilfe. Wir haben wieder ein bisschen Geld. Das heißt, ich könnte jetzt bei irgendjemandem... Wieso hat er Ausdauer schon oben? Wieso zum Beispiel nicht... Eigentlich würde ich es tatsächlich am liebsten ihr noch beibringen. Aber das heißt, ich müsste Ausdauer pushen. Wie viel kostet zum Beispiel... Wir können einfach mal schauen. Ausdauer kostet 133. 100. Auch nur 100. Bei ihr schon 133. Das heißt, bei ihm ist es tatsächlich am günstigsten. Allein schon, weil er... Ach nee, falsch. Oh verdammt, das war ja Ausdauer. Mist, jetzt habe ich Intelligenz bei ihm erhöht. Das war voll unnötig. Okay, die Ausdauer. Bei ihr kostet das 100. Bei ihm mehr 100. Aber selbst er hat die höheren Werte. Okay, dann, weißt du was? Wir trainieren das einfach mal bei Aiden. Aiden muss mehr Ausdauer bekommen. Denn er ist der Einzige, der noch nichts speziell herstellt, glaube ich.
Das wäre nämlich hier, er macht Metall, sie macht Leder, sie macht magische Gegenstände und er macht dann hier unten das Zeug. Hier ist sie zum Beispiel wirklich gut. Aber wir müssen eben erst spezielle... Oh! Ja bitte, dann bauen wir hier doch schon mal das Ding ein bisschen aus. Sehr schön. Jetzt kann sie tatsächlich auch noch Novizensachen herstellen, aber die erst für Level 12. Das war also total unnötig eigentlich noch. Hier fehlen jetzt wieder Kiefernbretter. Kann sie vielleicht Kiefernbretter herstellen? Ja, danke schön. Hier bräuchten wir schon Ahornblätter und hier Bretter und hier bräuchten wir auch schon... Das geht gerade nicht, Entschuldigung. Hier bräuchten wir auch Ahorn. Okay. Kann ich das jetzt schon steigern? Ja, das geht. Perfekt. Haben wir gut ausgebaut. Verhüllendes Chitin. Ja, da brauchen wir jetzt halt sehr viele Sachen für. Aber das ist schon okay. Den Mana-Topf. Deswegen würde ich halt gerne ihn hier nach und nach besser machen. 2 und er hat hier schon 3 Punkte. Wegen, wie gesagt, es müsste daran liegen. Er hat jetzt hier 21, 22, 14. Eigentlich ist es doof. Vielleicht hätten wir sie hier einfach. 110. Naja, egal. Wir werden sehen, wie wir das machen. Wir werden es sehen. Erstmal muss ich meine ganzen lieben Freunde hier wieder losschicken, aber dafür brauchen sie erstmal auch Tränke. Ein paar habe ich noch. Skylar, wieso ist mir die eigentlich instant gestorben? Ich fand das nicht gut. Okay. Machen wir nicht mit. Definitiv nicht. Und ich muss sie aber noch mal ins Spa schicken. So, ausruhen und los geht's. Haben wir jetzt alle? Jetzt kennen wir hier alle. Wir kennen auch allen Loot. Und hier geht es auch nur ganz langsam voran. Ne. Mit denen hier bitte nochmal die dunklen... Ja, wir können ja auch beim Schlachtfeld nochmal weitermachen. Und mit der Gruppe, die dürfen nochmal in den Wald. Die müssen auch im Wald einmal den Guard besiegen. Wow. Das lief gut. So. Genommen könnte ich es auch lassen mit dem speziellen Leveln für irgendeinen Wert und einfach gucken, bei wem sich das mehr oder weniger natürlich ergibt. Sehr gut, eine Platte. Skylar gefällt mir als Name doch. Ich hoffe, dass ich hier bald schönere Sachen anziehen kann. Also eben auch mächtigere. Wir müssen unbedingt an Gold kommen, damit wir leveln können. Die Frage ist halt, wie wir das am besten machen. Eigentlich müsste ich Sachen herstellen und sie verkaufen. Oh, was haben wir da? Rätselstein. Neuer Amulettentwurf. Wir schließen erstmal. Neuer Amulettentwurf. Amulette gab es hier. Ach, hier, guck mal. 9. Hilft dabei, Rätsel zu lösen. Steigert dein Selbstvertrauen. Und das Heilende eben. Habe ich eigentlich allen schon so ein heilendes Amulett angelegt? Ja, ja, ja. Nein, Aiden hat noch keins. Dann müsste ich bitte einmal... Was ist jetzt Aiden? Ich lasse mal ihn hier herstellen. Einfach, weil er momentan am meisten Punkte hat. Bitte einmal das heilende Amulett herstellen. Es ist nicht wirklich viel... Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht wirklich größer als bei anderen, aber das macht ja noch nichts. Wir könnten auch tatsächlich endlich mal das Mana herstellen. Komm, warum eigentlich nicht, oder? Ich glaube nicht, dass es irgendwas bei dem Mana-Topf hier irgendwie bringt, wenn wir... Stellen wir mal die 5 einfach her. Dann darf sie hier weiter verarbeiten. Was haben wir da? Dunkles Leder nicht. 2 davon. Ein bisschen Wolfsleder, ein bisschen Kastanienbretter. Sie könnte hier... Ich glaube, wir können wieder Baumwolle herstellen. Kattunstoff. Eigentlich, nein. Wo kommt das denn her? Handwerker lieben es, diesen Stoff mit hellen Mustern zu dekorieren. Das ist sehr, sehr schön.
Das ist sehr, sehr schön. Ach so, genau, er sollte ja. Okay. In Ordnung, kommen wir zur Sache. Erinnerst du dich noch an den königlichen Erlass? Sende deine Helden aus, um Monster zu töten und die Essenzen einzusammeln. Sie können mal wieder ein wenig Bewegung gebrauchen. Feuerkraft 1 und den Nebel, der Nebel zieht sich zurück. Sehr schön. Wir haben jetzt genug Essenzen, nun müssen wir noch lernen, wie man sie verwendet. Wir haben den Feuerpfeil-Zauberspruch von einem der Zauberer konfisziert. Er hat sich daneben genommen. Nimm ihn und übe damit. Dankeschön. Es brennt, okay? Warum brennt's? Um den Feuerpfeil verwenden zu können, musst du den Charakter im Kampf, musst du den Charakteren im Kampf beistehen. Denk aber daran, dass Zaubersprüche Mana verbrauchen und versuch bitte nicht alles in Brand zu setzen. Aufgabe: Verwende den Feuerkraft 1 fünfmal. Okay, das kriegen wir hin. Hatte er jetzt ein Amulett hergestellt? Ja, nicht wahr? Hatte er. Das heißt, einmal bitte Aiden. Ach, ich habe jetzt zwei heilende Amulette. 9, 9. Boah, ein bisschen mehr Verteidigung wäre das hier. Ich gebe ihm mal das mit mehr Verteidigung. Level 5. Mist. Okay. Alle Tränke. Hier fehlt ein Trank. Und hier haben wir alles. Okay. Das ärgert mich ein bisschen. Dann einmal ins Spa mit euch, Leute. Ausruhen alle. Und wir haben jetzt theoretisch 50 von 50 Mana. Das ist okay. Dann schauen wir doch mal, wie das funktioniert. Die schicken wir los. Und die hier schicken wir einfach auch mal los in den Wald, in den Kampf. Wie kann ich das denn jetzt machen? Der Feuerpfeilzauber. Kann ich den hier? Ah, verstehe. Okay, das ist okay. Ich kann ihn zweimal benutzen. Oder ich könnte hier heilen. Das ist auch ganz cool. Aber ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, kosten uns diese kleinen Töpfchen mit Essenzen Geld, oder? Könnte sich Skylar bitte heilen? Nein? Okay. Bei Bossen könnten die Zauber sehr praktisch sein. Oder halt, wenn wir wirklich kurz davor sind zu verlieren und wir unsere Helden heilen müssen. Wir warten da unten einfach mal. Und wir sehen schon, der Nebel hat sich ein bisschen zurückgezogen. Das heißt, wir sehen natürlich ein bisschen mehr. Aber immer noch nicht genug, wenn ihr mich fragt. So, wir gehen wieder zurück. Ich möchte noch mal schauen, wie das ist hier, wenn er versucht, Mana herzustellen. Wir brauchen zwei davon. Wir brauchen 15 Gold pro Töpfchen. Hier sind es nur 10. Bei der Mana-Tube sind es nur 10. Ist gerade alles ein bisschen schwierig. Mana-Topf. Ohne Mana kannst du deinen Charakter nicht mit Zaubern zur Seite stehen. Ja. Das hier macht weniger, oder? Jetzt haben wir 5 wiederhergestellt. 5 Mana. Und wenn ich hier wiederherstelle, so einen Mana-Topf, dann haben wir jetzt 15 Mana wieder, richtig? Genau. Das heißt aber, wir können erstmal hier, jetzt haben wir dann gleich 20, 30, 40, 50. Müsste es eigentlich sein. Und wir müssen Feuerkraft ja noch ein bisschen wirken, das heißt, wir müssen noch mindestens zweimal los. Und ich glaube, ich kann. Jetzt haben wir alles an Mana. Sehr gut. Kann ich Mana eigentlich auch schon vorsorglich herstellen oder geht das jetzt zum Beispiel nicht weiter, weil ich jetzt schon alles voll habe? Nee, ich kann nicht mehr herstellen als das. Okay. Gut, das zu wissen. Okay, wir können auch wieder Eisen und alles herstellen. Dann machen wir das doch mal. Eisenbarren. Kann ich hier auch noch mal was herstellen? Dunkles Leder nicht, Kieferbretter nicht. Wolfsleder geht, das geht auch nicht. Hast du wieder Baumwolle? Ja, Baumwolle geht. Nur Aiden macht gerade nichts. Aiden ist faul. So, und er ist auch gleich durch. Perfekt. Ich glaube tatsächlich.
Okay, ja, wir könnten hier Sachen natürlich verkaufen. Jetzt weiß ich nicht, was das hier... Eisschaden? Natürlicher Schaden. Huh. Lassen die mal alle ausruhen, machen sonst weiter nichts. Dann dürft ihr wieder hier losziehen. Und sie dürfen, sagen wir mal, hier in den Kampf. Und wir müssen noch zweimal den Zauber benutzen. Das ist aber in Ordnung. Wir warten einfach, bis die irgendwie mal so ein bisschen in der Bordeaux sind. Bei ihm zum Beispiel könnten wir, weil er so ein Elite ist. Schon mal ein bisschen Schaden machen, schadet nicht. Au, das hat wehgetan. Wow. Da war unsere Kazuki fast weg. Die kriegen Erz und da ist noch ein normaler. Da muss ich gleich noch einmal meine Magie auffüllen. Und dann können wir in der nächsten Runde das noch zweimal einsetzen. Wir lassen es erstmal. Ich stelle erstmal wieder das Mana her, damit wir nicht zweimal... Oh ja, richtig. Alles wieder an seinen Platz ziehen. Damit wir wieder... Ich habe 25, das heißt, ich muss einmal so einen herstellen. Es rechnet sich halt nicht. Wir kriegen hier doppelt so viel und zahlen weniger. Das heißt, der Mana-Topf lohnt sich sehr viel mehr. Wir sind jetzt gleich bei 40. Ich hätte gleich zwei machen sollen. So, jetzt sind wir wieder voll. Und dann kann ich in der nächsten Runde tatsächlich meine... So, das Gute ist jetzt, wir müssen nur noch ihre Ausdauer wiederherstellen. Ihr Leben hat sich sowieso schon regeneriert. Dann macht doch jetzt einfach mal das hier und die dürfen wieder durch ihren Wald. Dann schauen wir mal, wo wir das einsetzen können. 100 Punkte Feuerschaden. Unten würde es zum Beispiel gehen. Ich muss auf jeden Fall den jetzt einsetzen. Momentan könnte ich aber auch hier oben die Runde wiederholen, falls die keinen größeren Schaden nehmen. Ja, das sieht doch so aus, als würden wir einfach die obere Runde wiederholen. Guck mal, das geht. Das machen wir jetzt. 3, 2... Ich muss das Geld sparen. Es tut mir leid, dass wir hier kurz warten müssen, aber... Ich brauche dringlichst das Geld. Auf ihn machen wir das direkt, den Schaden. Er ist fies. Kann fies sein. Wir wiederholen das noch, auch wenn sie gerade ein bisschen Leben verloren haben. Aber sie müssen sich auch langsam zum Endboss durchquälen. Von daher... Oh, beim Endboss könnten wir das dann auch zwar... Ja, beim Endboss wäre es vielleicht sinnvoller, wenn wir heilen. Ich glaube, Schaden machen sie alleine genug. Aber die Heilung könnte noch ein bisschen mau sein. Und ihn muss ich unbedingt auf Level... Was haben wir da? Gehärteter Speer. Schön. Sehr schön. Ja, könnte er sich hier bitte mal... Okay, die oben sind fertig. Ich werde da unten mal bei... Warum machen wir hier mal so? Die Eidechse müssen sie allein überleben. Bei dem Pilz helfen wir ihnen ein bisschen. Und auf jeden Fall sollten wir jetzt die Quest fertig haben. Wir haben ja tatsächlich 5-mal jetzt einen Zauber eingesetzt. Autsch. Besiegt ihn. Und hier hinten kommt nichts mehr. Sehr gut. Dann gehen wir wieder ins Dorf. Was haben wir da? Ein Lieferant konnte... Oh, gibt 4 Baumwolle. Ein Lieferant konnte dem Besitzer des Zaubershops nicht rechtzeitig Baumwolle liefern und jetzt kann dieser einen Eilauftrag für einen wichtigen Großstadtadligen nicht erledigen. Kannst du ihm mit etwas... Ja, natürlich, das können wir. Und wir bekommen eine einfache Muskete. Der Besitzer des Zauberladens ist zufrieden mit der Baumwolle. Als Belohnung gibt er dir ein kleines Geschenk. Dankeschön, das könnten wir theoretisch verkaufen. Feuerkraft 1. Um den Feuerpfeil verwenden zu können, das haben wir gemacht. Beenden. Gute Arbeit, außer dass einer deiner Charaktere dank dir jetzt eine schicke Kurzhaarfrisur hat. Andere Zauber erwarten dich in der Bibliothek. Vielen, vielen Dank. Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Oh je. In der Kirche und im Spa kannst du deinen Charakteren mit verschiedenen Buffs aushelfen. Du möchtest ihnen das Leben doch gerne ein wenig einfacher machen, oder? Wenn ja, dann erforsche einen Buff in der Bibliothek. Haben wir ja schon gemacht.
Buffs sind nicht billig, aber sie erlauben dir, die Charaktere zu unterstützen. Außerdem tragen sie zu ihrem Selbstvertrauen bei. Tschakka! Sehr schön. Ich sage immer oje, weil ich Angst habe, dass dann schon das nächste kommt, wo wir nicht drauf vorbereitet sind und wo wir gerade absolut kein Geld für haben. Du wirst stärker. Verteidigungsbuffs können in der Kirche gekauft werden und Angriffsbuffs kannst du im Spa erwerben. Frag nicht warum. Geh zum Spa und hol dir einen Buff, der Rest passiert automatisch. Okay, und der Nebel zieht sich weiter zurück. Das ist okay, das machen wir. Vorher würde ich ganz kurz, damit sich unser Ausflug auch lohnt, ja, ihn würde ich nochmal Lebenstränke herstellen lassen. Kleine Heiltränke hier. Voilà. Kleine Heiltränke, 14 Stück bitte bei ihr nochmal. Da kann ich nicht weiter, okay. Hier bitte, dunkles Leder geht auch nicht. Davon 2 Stück. Wolfsleder und Kastanienbretter. Und bei ihm bitte Eisenbarren und natürlich auch Kupferbarren. Und wenn das durch ist, dann lohnt es sich auch, dass wir sie ins Spa bringen. So. Skylar kann schon mal hier hin. Ich mag den Namen Skylar irgendwie. Der kommt mir so bekannt vor. Gab es da mal einen Cartoon, wo Skylar irgendetwas oder jemand Skylar hieß? Achso, sie hat vor der Tränke. Ihm fehlen welche. Da fehlte einer. Und da fehlen 2. Gab's da was? Ich weiß es halt wirklich nicht mehr genau. So, jetzt muss ich gucken, dass ich nichts Falsches mache. Pancho, geh zum Spa und hol dir einen Buff. Okay, Spa, ein Buff, stärker. Machen wir doch einfach mal hier auf Hoshi. Und dann lassen wir noch alle ausruhen. Gebuffte Charaktere können sogar die dunklen Ruinen und das Schlachtfeld bereisen. Die örtlichen Monster bibbern vor Furcht, wenn sie nur das Wort Buff hören. Perfekt, da hat sich der Nebel also noch weiter zurückgezogen. Voll in Mode, jetzt bin ich neugierig. Ach, das wusstest du nicht, die letztjährige Kollektion ist nicht mehr in Mode. Dein Dorf hinkt dem Trend hinterher. Wir empfehlen dir sofort, den Klamottenladen zu verbessern. Verbessere den Klamottenladen? Ja, wie haben wir das nochmal gemacht? Da, irgendwas ging deswegen nicht. Ach so, jetzt können wir. Ah, sollen wir? Warum nicht? Es ist der Tag, die Folge der Upgrades. Now it's more like it. Da hat sich wohl eine fehlende Übersetzung eingeschlichen. Wow. Ja, das ist schon besser. Stell dir vor, morgen würde dein Dorf besucht werden von einer Delegation aus Übersee. Und du würdest in deinen veralteten Klamotten dem ganzen Königreich Schande machen. Wie schrecklich. Wir kriegen 300 wieder. Immerhin ein bisschen was. Neue Accessoires. Dankeschön. Heute hat der internationale Verbund der Fashion Designer ein neues Accessoire vorgestellt. Die Frostaxt. Es passt wundervoll zu einem Frack oder einem Abendkleid. Kauf die Bauanleitung im Klamotten... Kaufen? Jetzt kann man Sachen da kaufen. Im Klamottenladen kannst du Schnittmuster kaufen. Manchmal findest du sie auch auf deinen Abenteuern. Bisher haben wir sie nur auf den Abend... Ach... Plötzlich geht das also. Nee, warte mal, die sind neu. Die können wir ja schon herstellen. Die sind neu. Hier können wir keine. Hier können... Ach so, das sind die Schnittmuster. Ich brauche selbst für die Schnittmuster schon Sachen. Ich brauche dafür jetzt Trauersteine. Okay. Kann ich mir überhaupt schon irgendwas kaufen? Ich bin einfach neugierig. Nein, nein. Das könnte ich mir leisten, wenn ich Eisenerz hätte, einen Sumpfstab. Mit dieser ultimativen Waffe in deinen Händen hältst du dich lieber von Froschen fern. Hypnotischer Würfel, der würde nicht gehen. Pulsierende Kugel, das ist interessant. Würde theoretisch gehen, wenn wir mehr Kiefern hätten. Das würde aber gehen, das ist aber nur eine weiße Waffe. Die Frostaxt, das sollen wir ja... Die sollen wir bauen. Da brauchen wir tatsächlich nur Baumwolle für, aber dafür viel. Fliegendes Huh. Jeder, der mit dieser Waffe auf Abenteuer loszieht, wird zu einem lokalen Rockstar. Finger der Vergeltung. Wer ist dein größter Fan? Dieser Typ. Alles klar. Level 8. Wir müssen ganz in Boombox.
Haut und Leder, Maskulinität, ach du Heilige, Straßenweste hin und her. Das ist so 88. Spieler. Das ist eleganter Helm. Ja, guck mal an. Also wir können einige der Sachen tatsächlich kaufen und dann vermutlich auch herstellen. Also natürlich dann auch herstellen. Aber ja, zum Glück jetzt hier nicht. Aber das machen wir nicht jetzt. Was haben wir da? Huch, das ist jetzt verschwunden. Schade. Okay. Bitte einmal Ausruhen brauchen sie sich nicht. Okay. Dann schicken wir die jetzt nochmal los. Die dürfen sich hier nach und nach zum Boss vorarbeiten. Und die beiden dürfen... Ja, komm, machen wir einfach mal hier. Weil sie da schon ein bisschen weiter sind. Aber guck mal, jetzt sieht man fast das gesamte Ding. Die oben werden zwei Elite und dann Eisen bekommen. Ist auf jeden Fall gut, um vorauszuplanen. Am Anfang haben wir ja wirklich nur den ersten... Da ging es nur bis hier. Da haben wir nur den ersten Gegner gesehen, den wir sehen. Jetzt sehen wir fast das Komplette. Das heißt, wenn kein drittes... Also wenn hier hinten nichts mehr kommt, dann sind wir am Ende. Die sind beide definitiv noch ein gutes Stück vom Ende entfernt. Und erstmal einen Trank. Das darf Aiden da oben jetzt auch erstmal machen. Dankeschön. Ja, es geht in jedem Fall noch weiter bei beiden. Und ich muss Aiden leveln. Auf jeden Fall. Unten habe ich jetzt das Gefühl, es geht auch nicht mehr ganz so schnell voran mit dem Gold. Vielleicht muss ich mal wieder ein, zwei Runden... Okay, die sind jetzt beide fast fertig. Ich glaube, ich muss mal wieder ein, zwei Runden mit allen einlegen, wo sie einfach nur vor sich hin kämpfen. Also ohne euch, denn das ist jetzt gerade sehr, sehr viel wiederholen. Guck mal, die sind aber fast da. Das heißt, ich würde das jetzt eigentlich... Ich schließe das mal ganz kurz. Denn ich würde nochmal hier schauen wollen, was können wir ihnen denn da noch beibringen. Ja, die sind relativ teuer. Gruppenheilung wäre natürlich toll, aber so viel Gold habe ich gerade gar nicht. Ah, Holzfällerstiefel, Level 8, Level 5, das würde gehen. Die ganzen schönen Sachen hier, Hammer des Lichts. Was brauche ich nochmal für die Frostaxt? Einfach nur Baumwolle, okay. Sticken wir sie mal ganz kurz. Ach, brauche ich noch gar nicht, sehr schön. Ich würde nämlich noch schnell... Die sind schon fast beim Boss. Das würde ich deswegen hier noch einmal versuchen. Dass wir die einfach zum Boss hoffentlich bringen. Ich wünschte, wir könnten das ein bisschen beschleunigen. Ich frage mich, ob das irgendwann geht. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer so lange dauert. Vermutlich, wenn wir irgendwann die dritte Gruppe haben, dann können wir die eventuell beschleunigen. Dass es dann ein bisschen flotter geht oder dass sie auf einem bestimmten Level schneller durchkommen. Ich meine, klar, wenn die einfach nur noch voranlaufen und zack, weg, zack, weg, zack, weg, dann geht's auch schneller. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Vielleicht, wenn ich die unteren beim Wald reinschicke. Also Kazuki und Yuki. Hoshi meine ich. Entschuldigung. Hoshi und Kazuki. Aber im Endeffekt ist Aiden der Einzige, der vom Level her noch niedriger ist. Der Rest ist Level 5. Und ich muss langsam die Level steigern. Das heißt, wir brauchen tatsächlich mehr Saison. Fertig. Die sind fertig. Wir sind fast da. Eine Runde fehlt noch. Wollen wir heilen. So, wollen wir es hier wiederholen. Wollen wir ja auch heilen und ausruhen. Wiederholen. Kostet uns jetzt ein bisschen Geld, aber ich möchte die oben gerne tatsächlich zum Wächter schicken. Danach gehen wir auf jeden Fall nochmal kurz in die Stadt. Moral boosten. Angriffskraft von den oberen beiden boosten. Während die unteren einfach so weitermachen dürfen. Und dann würde ich auch meinen Mana nochmal auffüllen vielleicht. Denn ich will wissen eigentlich, ob wir beim... Oh. Kazuki sollte sich heilen. Da kriegen wir Baumwolle. Das ist auch ganz wichtig. Okay, sie hat sich geheilt. Gut. Kriegen wir Baumwolle. Ja. Also wenn ich dran denke... Vermutlich werde ich nicht viel machen. Ich werde eher so ein bisschen zwischendurch... Die ganzen Aufgaben an der Seite kennen wir ja inzwischen. Wir wissen, was da ungefähr stehen wird. Deswegen ist es, glaube ich, nicht schlimm, wenn wir da mal was ein bisschen verpassen. So, wir schließen das. Jetzt dürfen sie noch einmal Sachen weiterverarbeiten.
Nee, warte, ich verarbeite die mal nicht weiter. Lass das mal bitte. Ich muss ihn auf jeden Fall wieder Tränke ausrüsten. Das ist ganz wichtig. Denn zumindest eine meiner Gruppen wird jetzt ja... Könnte ich Aiden eigentlich auch noch mal ein Level steigern? 200. Okay, Aiden ist jetzt Level. So, Aiden ist Level 5. Eine ehrgeizige Erfindung. Was haben wir denn da? Ich habe nachgedacht. Wir reiten auf Pferden. Aber ist das nicht Ausbeutung von Tieren? Hat sich jemand jemals nach ihrer Meinung gefragt? Bringt mir Kupfer und Holz und ich stelle ein Gefährt für uns her, das sie von alleine antreibt. Beschaffe 5. Ja, das können wir eigentlich gleich machen, oder? Ihr habt es geschafft. Es gibt da nur noch eine Kleinigkeit. Der Wagen fährt nur abwärts. Um wieder nach oben zu kommen, muss er von Pferden gezogen werden. Aber immerhin, Belohnung ist, selber machen erhöht die Chance, einen verbesserten Gegenstand her... Dankeschön. Wer hat das bekommen? Aiden hat das bekommen. Oh Gott, Aiden muss irgendwelche Sachen... Okay. Was gibt's hier? Lieferant? Ja, nein, machen wir nicht. Was? Nein, ich wollte das nicht. Belohnung, Hammer des Lichts. Aber ich hab den doch schon, dachte ich. Ah, okay. Alle sind ausgerüstet. Hier sind wir bei 100%, das ist gut. Dann schicken wir sie mal ins Bar. Und ich würde gerne einen Buff. Starker Schlag für... Für Aiden. Haben wir hier irgendwie eine Beschreibung? Ach, verursacht einen Schaden. Gut. Für Aiden und für Skylar würde ich das gerne haben. Dann würde ich die jetzt erstmal hier losschicken auf einen Kampf. Und diese beiden bitte einmal zum Boss. Und ich habe keine Magie. Das sollte aber trotzdem funktionieren. Oben läuft es ganz normal, unten machen sie mehr Schaden. Sie haben ihre Tränke, sollte eigentlich laufen. Insbesondere Aiden hat, glaube ich, dieselbe Rüstung wie... Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte ihm das Amulett noch anziehen sollen. Egal, das läuft. Das kriegen wir schon hin. Das ist dann auch ein guter Abschluss für die Folge, würde ich sagen. Ein sehr guter Abschnitt. Verdammt, ich habe dir den Finger am Tisch angeschlagen. Also den Nagel. Wisst ihr schon, au! Oh, tut das weh. Wenn ihr mit dem Nagel oben am Tisch... Oh, das ist furchtbar. Schwarzer Zahn, neues Amulett. Ah, oder vielleicht ist auch einfach nur dieser eine Finger bei mir. Der Mittelfinger an der rechten Hand total empfindlich. Das könnte natürlich auch sein. Autsch. Nimm bitte einen Trank. Dankeschön. Sie ist sehr empfindlich, aber sie macht auch ordentlich Schaden. Ja, das lief sehr gut. Dankeschön. Habe ich denn irgendwas bekommen? 200. Leider muss ich halt das jedes Mal wieder neu aufladen. Das ist ein bisschen schade. Schaffe Trauersteine. Wie habe ich denn nochmal Trauersteine hergestellt? Oder konnten wir die finden? Trauersteine. Okay, die könnte ich herstellen. Dann machen wir das nächste Mal. Im Labor stellen wir nächstes Mal Trauersteine her. Für heute würde ich aber erstmal sagen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Wir haben einiges erreicht. Wir haben viele, viele Quests gemacht. Wir haben Rosaline umbenannt in Skylar. Der Name gefällt mir. Ehrlich, ich finde ihn gut. Und wir werden mal gucken. Bald können wir dann auch im Klamottenladen sehr, sehr viele neue Dinge herstellen. Warte mal, eine Frage noch. Exquisite Armus in die Vogelscheuchenmaske, wo auch immer. Wo habe ich denn die herbekommen? Aber doch, ich erinnere mich daran, dass wir sowas bekommen hatten. War das dann hier? Wir haben doch eben den Holzfäller-Uniform. Hier, den Hammer des Lichts. Da haben wir den Entwurf für gefunden. Das heißt, wir können die Sachen finden und dann finde ich es, kann ich es hier nicht mehr haben, richtig? Genau, kein Hammer des Lichts mehr. Das ist gut. Vielleicht kann ich ja die ganzen Sachen einfach auch finden. Ich werde schauen, dass ich ein bisschen nebenher, sagen wir mal, grinde. Damit wir etwas schneller vorankommen, damit ich ein bisschen Geld wieder dann haben werde. Das heißt, ich werde die Mondenschau ignorieren und ich werde die... Ich werde die Aufgaben der Dorfbewohner ignorieren, damit wir keine Baumwolle und alles verlieren. Und ich werde einfach Ressourcen und Gold grinden. Und dann sehen wir uns
Vielleicht ein bisschen reicher wieder. Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit ich haben werde, um das zu machen, aber damit wir einfach so ein bisschen was haben. Ne? Und ich guck mal so, dass wir vielleicht wieder 1000 Gold haben. Und ein paar Sachen. Mal gucken. Vielleicht kann ich ja auch ein, zwei Gegenstände herstellen. Also macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Die Stimme ist weg. Furchtbar. Bis dahin. Bye, bye.